Guten Morgen, meine lieben Leute. Heute geht's weiter nach Islamabad. Gestern sind wir noch bis Gilgit gekommen. Kein Ort hier auf dem Weg von Hunza. Wir haben Hunza bereits verlassen. Sind jetzt in Gilgit, das ist quasi auf dem Weg nach Islamabad. Da sind wir gerade, haben übernachtet. Und heute geht's dann weiter. Nochmal 12 Stunden Fahrt, bis wir Islamabad ankommen. Zu unserem letzten Stop hier, leider. Und falls ihr euch wundert, was denn hier so rauscht, es ist ein wunderschöner See. See, ein Fluss. Sorry Leute, ich bin noch nicht wach, es ist 7 Uhr in der Früh, wir müssen nicht zeitig losstarten. Wundervoller Fluss hier und natürlich eine wundervolle Landschaft, wie immer. Und da drüben geht die Sonne auf. Und hier haben wir auch überall nette, weiße, schöne Berge, die leider jetzt nicht mehr ganz so eindrucksvoll sind, weil nach Hunza ist das hier nicht mehr ganz so, aber nichtsdestotrotz wirklich schön. Schauen wir mal, heute wird es noch anstrengend mit unserer Fahrt. Gucken wir mal, was wir noch sehen werden. Und das ist übrigens auch unsere Aussicht hier im Zimmer. Also hier auch alles wunderbare Aussicht. Noch ganz kurz hier der Raum. Hier ist eine Frau Pixel, Bett, Fernseher, alles da und auch hier das Bad. Endlich eine warme Dusche. Oh Leute, in Hunza. Also es gibt gerüchteweise wohl heißes Wasser dort, aber eigentlich muss man da ewig aufdrehen, bis mal warmes Wasser kommt. Und meistens habe ich dann kalt geduscht, was jetzt sehr, sehr erfrischend war. Aber naja, ich freue mich jetzt lieber über eine heiße Dusche hier. Und ich freue mich jetzt erstmal auf die Fahrt gleich. So, wir haben jetzt unseren ersten kleinen Stop hier an einer schönen Aussichtsplattform, und zwar an einer besonderen Stelle, nämlich da, wo sich drei Gebirge treffen. Und zwar Himalaya, Karakorum und Hindukusch. Das ist die Stelle, wo quasi die drei Gebirge sich treffen. Denn das ganze Land von Pakistan ist eigentlich durchzogen irgendwie von Gebirgen. Und wie gesagt, Pakistan hat ja auch den zweithöchsten Gipfel der Erde, nämlich den K2. Und eben extrem viele, viele Gebirgsregionen, die auch echt wunderschön sind und die auch hier markiert sind mit diesem kleinen Monument. Und auch hier wieder, ich sag's immer wieder, eine unfassbare Aussicht. Den Nanga Parbat, ein 8000 Meter Berg. Selten, dass man dann von hier aus auch sieht. Und ein Berg, der erst nach dem Everest bestiegen wurde zum ersten Mal. Interessanterweise auch von dem Deutschen, das war in den 30er Jahren, glaube ich. Und der versteckt sich so ein bisschen hinter den Wolken, aber man sieht ihn ein wenig. Ja, 8000 Meter, da geht mal was. Thank you.
gewogen. Das ist übrigens unser Abendessen, dass wir es gleich gibt. Es gibt gleich Fisch. Fisch hier vom Fluss aus der Farm hier. Fischfarm. Wirklich nice. Ich bin gespannt. Okay Leute, der Fisch schwamm jetzt gerade noch im Wasser und fieserweise wurde er ja gefangen und ist jetzt noch mehr fieserweise, gibt es das überhaupt, auf dem Tisch gelandet. Und zwar hier ist er, frisch zubereitet, also frischer geht es echt nicht. Und ich bin echt super gespannt, wobei ich probiere es vielleicht schon mal einfach ein Stückchen. Hier. Das ist wahrscheinlich heiß. Ist es, Vorsicht mit. It's hot, ja. Yeah. Ist gegrillt. Super genial gegrillt. Ich weiß nicht mit was mariniert, aber schmeckt super geil. Also, den gönnen wir uns jetzt. Okay Leute, wir sind nach einer sehr langen Fahrt jetzt in Islamabad angekommen und wir sind jetzt hier in unserem Hotel. Letzte Nacht hier in Pakistan. Morgen geht es nochmal auf eine kleine Stadtrundfahrt und abends dann zum Flughafen. Und jetzt checken wir hier gerade ein und freuen uns auf unser Zimmer und auf eine Dusche und auf was zu trinken. Wäre gut, wenn die hier was haben, weil ich habe so einen Durst. Es ist nämlich hier ziemlich warm und ich hoffe, die haben was auf dem Zimmer. So, jetzt sind wir gerade beim Check-in. Und da ist jemand fit. Ja, wie Sau. Ich lege mich jetzt gleich hier hin, wenn ich jetzt sofort im Zimmer bin. Ich hätte einfach hier unten, ist das nicht einfacher? Ja, okay. Da muss ich nicht irgendwo hochlaufen oder so. Ja, okay, mach das. Wir holen dich morgen früh hier. Alles klar, gute Nacht. Genau, gute Nacht.